Mein Name ist Martin Ruge von Löw. Ich bin Chef von Fotolia Deutschland und freue mich, dass wir heute die 5. Ausstellung im Fotolia Lab eröffnen können. Zusammen mit Dogma präsentieren wir die Gewinner des Dogma Award 2013. Ich bin der Christoph von Dogma und ich freue mich, hier heute bei Fotolia im Fotolia Lab zu sein, wo diese wundervolle kleine Kabinettsausstellung mit den 10 Siegerbildern unseres 2013er Dogma Award hängt. Diese 10 Bilder sind das jurierte Ergebnis von 1493 Einreichungen zu dem Thema Naturbilder schöner als wahr, die im Gegensatz zu unseren anderen Awards rein nach ästhetischen Kriterien angelegt wurden. Das heißt, wie kann Natur im Bild aussehen, unabhängig davon, wie sie entstanden ist. Wir haben hier 10 Arbeiten, die fast alle digital nachbearbeitet wurden. Das sind Fotos, das sind 3D-Bilder, das sind gefotoshoppte Bilder. Das Bild hier hinter mir ist der erste Preis der professionellen Teilnehmer. Der Award ist in 3 Kategorien unterteilt. Eine Maus im Flug. Dieses Bild ist zum Beispiel aus 3 Vorlagen entstanden. Einer Naturaufnahme, einem im Museum ausgestellten Vogel und einer im Museum ausgestellten Maus, die halt direkt im Museum von dem Künstler nachbeleuchtet wurde, damit sie in diese Szenerie hineinpasst. Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert. Das heißt, wir haben die Bilder das erste Mal in Zingst ausgestellt. Jetzt hängen sie hier bei Fotolia in Berlin. Wir werden sie wahrscheinlich noch in Stuttgart und in Hamburg zeigen dieses Jahr und freuen uns sehr, dass da natürlich auch viel mehr Menschen das jetzt mal live sehen können, weil die Bildschirmdarstellung ja immer nur einen Teil von dem zeigt, was man auf so einem Druck sehen kann.